кошмар. Ich glaube, den anderen kann ich auch hier reinstellen. Den hier. Ja, gerade noch so. So. Was können wir dabei machen? Der ist jetzt fertig. Da müssen wir erstmal wieder grubbern. Grubber kann ich sauber machen. Naja, gut. Wie spät haben wir es denn? Lohnt es sich jetzt schon Folgenhäuschen? Nein, lohnt es. Ich will mich natürlich nicht zwingen zum Aufnehmen, das kennt ihr ja mittlerweile schon. Wenn es mir noch Spaß macht, nehme ich es auf. Der Vater. So. Okay. Wir wollten ja auch mal eine Stadtrundfahrt machen. Ich habe mir gedacht, ich möchte nicht immer das machen. Das heißt, ich habe mir jetzt gerade eine Maschine gekauft, hat mir ja gerade gesehen. Ich muss ja kurz meine Decke wegnehmen, weil es uns hier zu warm ist. Ich habe es vorhin hingetan, als es kalt war. Jetzt geht es wieder weg. Schien jetzt im Blau. Na, ich würde sagen, wir fangen auch beim Händler direkt dann an. Dass sich der Händler erkundet und kann auch kommen. So, sagen, lassen Sie noch vorbei.
dann fahren wir nach links. Einfach mal. Machen wir auf hier schon eine Abblattstelle. Muss ich selber auf der Karte mal nachschauen, was das für eine ist. Wo ist denn da die Karte? Ah, sowas. Biomasse Heizkraftwerk. Das ist jetzt einfach. Was war das? Auto. So, ja, hier ist also wie gesagt das Heizkraftwerk. Mal dann ein bisschen entladen kann. Das muss man wahrscheinlich dann kippen. Hier haben wir dann einen Campingplatz. Ich hoffe, ihr versteht es mich noch gut. Oh man, wo oh, sehr viele eigentlich campen, ne? Ein Zirkus. Wollte ich jetzt vorenthalten, aber da gehen wir auch ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob wir rein können. Das habe ich nämlich selber noch nicht probiert. Also bis jetzt ist zu überall. Gehen wir mal außen rum. Da ist auch das Tor. Nee. Der hat nicht geöffnet. Schade eigentlich. Den Zug kann man auch wegschicken, so wie ich weiß, dass er sozusagen losfährt. Ja, genau hier. Warte, ist das Losfahrzeug, dann fahrt er los. Und dann warten wir einfach mal, der kommt auch gleich wieder. Wart mal, dauert nicht lang.
in der Zwischenzeit mal Taschentuch benutzt. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ja, also wie gesagt, der Zug sollte eigentlich gleich wiederkommen. Letztes Mal hat sich noch zusammengezogen, weil ich bin auch hier mit dem Traktor gefahren, weil die Welt auch selber mal angeschaut habe. Dann trieb ich irgendwann den Zug vor der Tür. Ja, und da sieht man, er kommt wieder. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der stehen bleibt hier. Nee, also der bleibt nicht stehen. Da ist er nicht mal, auch nicht mal Lokführer drin. Tja. Also die heute die mobilisierte Welt. Na gut, sagen mit der Rundtour des Ba. Jetzt reicht's ja, ich verkaufe den jetzt. Rage. Ja, jetzt reicht's ja, jetzt kauf. Wenn wir dann die Rundtour machen, werden wir uns ein Auto holen. Ja. Und zwar. In Grün. So, hier. Ein schöner Dodge. Mit dem werden wir jetzt dann immer die Rundtouren machen. Die Stadtrundfahrt. Der rutscht aber auch ganz schön hin und her. So. Der ist jetzt fertig. Gut, dann stellen wir den hin, dann können wir nämlich das gleich abholen. Und wir fangen wieder hier an zu sehen, was wir der Wege so sehen. Der müsste dann auch eigentlich bald fertig sein. Also wie es aussieht, ist der schon fertig. Setzen wir uns dann wieder hier an. Passt alles schon. Ah, der ist hier, der ist schon fertig. Anklappen. Und dann fahren wir den hoch. Dann hoch, und bevor wir dann den Motor reinigen und die Maschine, werden wir dann noch den rüberholen, dass wir den auch noch gleich mit reinigen können. Ne? Licht sollte man vielleicht anschalten, wenn man es sehen möchte. So, dann stellen wir den hier hin. Und dann holen wir den Gruber. Zusammenklappen.
dass der kein Licht da hinten hat. So, dann reinigen wir das und dann haben wir noch circa 10 Minuten was zu machen. Mal schauen, was wir denn noch machen in den letzten 10 Minuten. Wahrscheinlich ist das Gefühl, es geht gar nicht sauber. So hartnäckig. Aber mit dem Reifen kann man gut sehen, wie schnell das sauber wird. Also wie das sauber wird. Ja, und schon ist es sauber. Jetzt ja. Ein bisschen weiter weg, dass das Brummen nicht so laut ist. Und ihr mich noch versteht. Ne? Wollen wir ja. Und den Traktor noch anlegen. Das können wir komischerweise nicht reinigen. Ich weiß nicht warum. Hauptsache, die wichtigsten Geräte sind wieder sauber. Die Erntemaschine beseitigen. Sind wir auch schon wieder fertig eigentlich? Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer eigentlich fast. So sollte es sein. Wenn ich irgendwas falsch gemacht haben sollte oder irgendwie Feedback da lassen soll, dann bitte ich euch einen Kommentar da zu lassen oder auf meiner Homepage. Das sage ich in fast jedem Video eigentlich jetzt mittlerweile. Oder wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.